da sieht man hier diese Schleier. Und dieses Bild ist auch aus Rom, so viel ich weiß. Und der Brunnen, der Römerbrunnen, ist ein berühmtes Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, und dann ist es auch repräsentativ für diese Epoche Realismus. Man zitiert das sehr, sehr oft, wenn man von dieser Epoche spricht. Da sagt man Konrad Ferdinand Meyer, der römische Brunnen. Als Beispiel dafür. Als ein Vertitelwerk dafür. Also man assoziiert das sehr eng mit der Epoche. Ja, die anderen jetzt bitte. Ich will nicht all diese Zeit fressen, die anderen. Beschreibung. Und ich habe eine Frage, ja, so ich habe einen Bericht auch schon aufgelesen auf dem Computer, ja, so in diesem Bericht werden also Gegenteile benutzt, ja, Sturm und auf, also aufsteigen, fallen. So kann man sagen, dass es hier Antithese gibt. Bitte? Ich konnte nicht mitbekommen, das Audio ist da schlecht. Ah ja, ja, da ich sage das nochmal. In diesem Gericht werden Gegenteile benutzt, ja? So zum Beispiel aufsteigen, dann fallen, dann ruht, dann Sturm. Ja? So kann man sagen, es gibt hier Antithese. Ja, ja, natürlich. Und noch eine Sache, also ich habe auch also gelesen, es gibt auch also Anapher. Aber ich konnte kein Beispiel für Anapher hier finden. Nee, das Audio ist immer noch schlecht. Kann nicht gut hören. Oh, Entschuldigung, da. Ich schreibe. Also bei mir ist heute etwas Problem. Habe ich die Verbindung verloren und jetzt sehe ich auch. Ach, Mensch. Okay, noch jemand? Also weil... Dann hier zur Zeit beschäftigt ist mit dem Schreiben vielleicht? Ja, noch andere Meinungen dazu? Also, noch einen Brunnen gibt es auch in Delhi. Ganz in der Nähe von dem Parlamentgebäude. Ich habe meine Frage. Ja. Was ist Anapher? Anapher ist Wortwiederholung am Anfang aufeinander folgende Sätze. Genau, Sir, genau. Wortwiederholung am Anfang aufeinander folgende Sätze heißt Anapher. Und das Antonym davon ist dann Epipher. Wortwiederholung am Ende aufeinander folgenden Sätze. So, wo gibt es hier Anapher? Ja, Sir. Ich habe eine Interpretation gelesen. Da wurde geschrieben, dass in diesem Gedicht auch Anapher gibt. Aber ich konnte keine Beispiele dafür finden. Deswegen habe ich nur gefragt. Gibt es hier auch Anapher? Oder nein? Nein, kann kein Anapher sehen. Wo ist denn dieser Anapher? Genau, das war meine Frage, ja. So ich habe eine Beschreibung dieses Gedichts also im Internet gefunden. Da gab es ein Anapher, aber ich konnte das auch nicht also finden. Deswegen habe ich nur gefragt. Was interessant ist vielleicht die Konjunktion und. Die Konjunktion und ist interessant. Unfallend. Ja, ich finde kein Anapher. Ich finde Wortwiederholung. Ja,
Und ich finde auch Aufzählung umkommt zweimal in der letzten oder dreimal in der letzten Zeile. Und jeder nimmt Mundglied zugleich und strömt und ruht. Also dreimal und. Ja, am Ende. Also da gibt es dann eine Kontinuität. Diese Kontinuierlichkeit gibt es am Ende. Das Leben geht nicht zu Ende. Das geht weiter. Aber Arbeit gibt es hier nicht. Ja, ja, Sir. Ja. Vielen Dank. Ja. Die anderen vielleicht? Ja. Hallo. Ja, ja, guten Morgen, Professor, guten Morgen. Ja, ich habe ein Zweifel, eine kleine, gibt es hier ein Wort in dritte, ja, Zeile, die sich verscheint überfließt. Ja? Ja, das verscheint wie habe ich wie ein Wörter versucht, das bedeutet disgraceful. Verschämt. Das bedeutet bitte? Disgraceful. Ja, ich habe es nicht, ja. Disgraceful. Graceful. Nein. Was bedeutet hier? Das muss ich sagen. Sich verschleiern ist wie ein Schleier tragen. Eine Schleier tragen. Gungat pehne hue. Okay. Ja, das bedeutet also, das Gesicht ist jetzt verschleiert. Okay. Ja, vielleicht errötet sich dieser Brunnen. Ja, ich habe gerade eine Bedeutung bekommen, das ist kontextuell, das ist nicht Shrouding. Shroud ist negativ. Shroud ist das weiße Tuch um eine Leiche. Pavitri. Das ist ein Leichentuch. Shroud, Kaffern. In Hindi. Hier ist bei Verschleier kein Kaffern. Das ist kein Leichentuch jetzt. Ja, Blurring geht es, aber das ist dann immer mit dem Kontext abhängig. Das Wörterbuch, das größte, also die größte Probleme, die wir mit dem Wörterbuch haben, ist, das Wörterbuch kann nicht sprechen. Die Wörter, die sind nur aufgezählt, hintereinander da geschrieben oder uns gegeben, aber die Bedeutung hängt von dem Kontext ab. Und der Übersetzer muss dann das richtige Wort wählen. Welches Wort passt hier dann gut? Ja, tut mir leid, das war mein Fehler, Professor. Nee, kein Problem. Ja, ich habe falsch geschrieben. Dabei okay. Lernen wir auch was Neues. Okay. Und Schleier ist Gungat. Und das tragen normalerweise die Frauen. Auch in Europa haben die Frauen eine Schleier getragen. Aber jetzt nicht mehr. Aber in Indien. Ja? Guten Morgen, Sir. Ja, bitte? Ist Frage, warum der Romische Brunnen berühmt für? Ah, das ist ein repräsentatives Werk für die Epoche Realismus. Das beschreibt ein Ding, ein Gegenstand, wie der Dichter das selber gesehen hat. Wie er das gesehen hat, hat er das Gleiche hier vor uns gelegt. Okay. Also das ist eine realistische Beschreibung eines Brunnens. Und wenn man das liest, sieht man den Brunnen vor sich. Ich kann den Brunnen sehen und auch hören. Das Wasser fließt, wie der Strahl nach oben geht, kommt nach unten,
Und dann kommt das, das Gurgeln des Wassers, das Murmeln des Wassers. Und das geht weiter, das fallende Wasser geht weiter, macht ein bisschen Geräusche und dann fällt nach weiter. Ich höre das auch. Das ist ganz real für mich jetzt, was ich jetzt sehe. Ich habe einen Brunnen vor meinen Augen jetzt. Und das wollte er, diesen Effekt wollte er erreichen. Und dafür ist er dann berühmt, für diesen Effekt, dass er dann hier so geschaffen hat. Okay, ja, Lata, zufrieden? Ich habe eine Frage, Sir. Kamala hier. Ja, Kamala. Ja, Kamala, ja. Ist das allgemein oder ist das, warum schreiben einige Dichter wiederholt für in die gleiche Gedicht schreiben sie wiederholt oder verbessert oder warum machen sie es so? Ist das nur in diesem Epoch oder in unterschiedlichen Epoch passieren das auch? Viele machen das, Goethe auch. Er hat auch sein Willkommen noch viel geändert. Es kommt darauf an, beim ersten Schreiben ist manchmal der Schöpfer gar nicht zufrieden. Also ich will das verbessern. Wenn ich also das verbessern will, also irgendwas passt mir nicht. So, ich will das noch einmal schreiben oder einige Wörter ändern oder Sätze ändern oder meine Gedanken ändern. Also da kommt eine neue Fassung. Nach ein paar Jahren habe ich jetzt noch mehr Erfahrungen gehabt. Da ändern sich also meine persönlichen Erfahrungen und auch meine Gedanken, meine Gefühle. Da schreibe ich was Neues darin. Und was ist schon geschrieben worden ist, das geht weg und jetzt kommt das Neue dazu. Und das ist nicht bedenklich. Okay, aber zum Beispiel der Brunnen ist hier die gleiche und er sieht etwas, ein neues Perspektiv. Zuerst hat er mit 15 Zeilen das beschrieben und am Ende ist es mit 8 Zeilen, konnte er für ihn ist das zufrieden. Ich wundere mich, nur als eine Bemerkung wollte ich das sagen. 15 Zeile konnte er nicht zufrieden sein und am Ende mit 8 Zeilen ist er zufrieden, ist ein, das ist ganz wundervoll. Ganz einfach, das ist die Knappheit der Wörter. Ja, genau. Ist das so, heißt es, ne? Ja, je kürzer man sagt, in der Kürze liegt die Würze, so heißt das Sprichwort auch. Ja, so, ja. Je kürzer man ist, desto besser ist der Effekt. Ja, so, das ist ein Vorbild für dieses Sprichwort. yes, vielen Dank. Das ist kein Vorbild, aber das ist ein Beispiel vielleicht für das Sprichwort. Beispiel. Ist das immer die persönliche Meinung des Dichters? Ich kann das verändern, oder? Eben, genau. Das ist richtig hier, Sonali. Aha. Was er gesehen hat, was der Dichter gesehen hat. Aha, okay. Danke. Das kann sich Und Sir, ich habe eine Frage. Also ich bin in durcheinander in dem Sinne von den Epochen, also Realismus und Naturalismus. Also in Naturalismus war es wieder so, also Arno Holz hat ein Formell gegeben, na, dass Kunst ist gleich wie Natur minus X und X ist also Autor, also er sollte nicht da sein, er sollte einfach das sehen, was real ist oder was
das in der Realität gibt. Und in Realismus also ist es auch das Gleiche. Also wenn, also ich verstehe den Unterschied zwischen beide diesen Epochen nicht, weil da wird auch was Realistisches erzählt und hier ist es auch was Realistisches. Also zum Beispiel Effie Briest von Fontane, also das ist auch ein sozusagen ein episches Werk des Realismus. Epoche. Und hier wird auch die gesellschaftlichen Probleme dargestellt. Und im Naturalismus war auch das Gleiche, dass es wird immer über das Proletariat, also die wirklichen Sachen, Probleme der Gesellschaft beschrieben wird. Also was ist der Unterschied? Das will ich also wissen. Dafür brauchen wir ein bisschen Hintergrund hier, Sumendra. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür reicht. Ich will nicht so redselig sein jetzt und einen Monolog halten. 1850 war die geschichtliche Lage in Deutschland, in Europa, anders als die Lage in 1870. Und dieser geschichtliche Hintergrund spielt auch eine Rolle bei der Literatur. Und Naturalismus hat mehr mit ein bisschen Religion und dieser Einigkeit mit der Natur zu tun als Realismus. Realismus ist ganz objektiv sozusagen. Ganz objektiv, wie es dort steht, schreibe ich. Ganz real. Und Naturalismus ist ein bisschen subjektiv auch. Zum Beispiel von Gerhard Hauptmann. Hannelores Himmelfahrt oder die Weber von Hauptmann, die sind Werke zur Epoche Naturalismus. Und ist sehr, sehr eng verbunden mit der literarischen Realismus. Die beiden Epochen, sie lehnen Romantik ab. Und 1800, wann begann diese industrielle Revolution? Das war vielleicht schon an der Spitze dann. Ja, während der Realismus. 1850, ja. 70, ja. 50, ja. Und da brauchte man dann auch ein bisschen wissenschaftlicher Objektivismus. Also die Maschine macht alles. Und der Mensch war nicht mehr in der Mitte, die Maschine war das. Und natürlich auch, dann ändern sich die sozialen Beziehungen auch. Und das hat das haben die sogenannten Intellektuellen sofort bemerkt und sich geäußert. Dafür muss man eigentlich mehrere Werke lesen und nicht Theorie. Wenn man mehrere Werke von den Autoren liest und dann mit der Theorie das vergleicht, da bekommt man eine Ahnung dann. Okay, hier ist der Unterschied, dann hier ist der Unterschied. Oh, das meint er, das meint er. Das ist ganz fein manchmal. Ja, mach mal Gedanken darüber, vielleicht können wir ja eigentlich den Weber, die Weber habe ich gelesen und ja. Ich habe nur einen Unterschied also gefunden, also zwischen Effie Briest und den also die Weber, also da wird das Leben des Proletariat erzählt und hier in Effie Briest ist ein die Menschen von den höheren Sicht, also wie Effie Briest und ihre Verlobte. Also das war der Unterschied, aber irgendwie die Probleme, wie die Menschen haben in jeder Sicht, die sind da. Also die Probleme sind ausführlich dargestellt. Aber der Unterschied ist zwischen vielleicht den Sicht habe ich bemerkt, dass die Naturalisten haben viel Wert auf das Proletariat gelegt und sie wollten das Leben mindestens also so zeigen, dass es soll einfach eine Würde haben.
und in Realismus, also gemäß Ephibrist, also ist es so, dass wir haben das alles erzählt, was in der Gesellschaft damals gibt, also das Duell und so weiter. Ne? So, ja, vielleicht, aber muss ich weiter und viel lesen, nur dann kann das Ganze klar werden. Ja, das ist richtig, zumindest, aber ja. Auch hier muss man nicht aus den Augen fallen lassen. Ephibrist als eine Figur damals, eine außereheliche Beziehung hat sie gehabt. 1850 in dieser Gesellschaft eine außereheliche Beziehung? Unmöglich. Und das ist die Lage auch heutzutage in der Welt. Diese außerehelichen Beziehungen. Und jetzt haben diese Filme auch von Mumbai, einige Filme, nicht viele, darüber diskutiert. Eine außereheliche Beziehung für die Frau, also für den Mann ist es kein Problem. Der Mann kann also deswegen habe ich dieses Werk aus den feministischen Ansichten gelesen, dass sie einfach nicht glücklich war und sie wollten einfach diese sozusagen diese Regel, die von der Gesellschaft gesetzt werden, das ablehnen und ihre Freiheit genießen. Und darüber hinaus, also ist der Verlobte hat sie, ich weiß nicht, ob sie einfach in Effi verliebt war oder nicht, aber glücklich zu werden hat das Recht, dass jeder, also es geht nicht um Mann oder Frau, sondern jeder Mensch soll haben. So aus den feministischen also Ansichten habe ich das. Ja, zumindest feministisch ist ein modernes Wort. Damals gab kein Feminismus. Ja. Feminismus ist ein Wort aus den 20er, 21. Jahrhundert. Genau, ja. Ja, damals gab es sowas nicht. Und auch heute gibt das Wort in Indien nicht. Außer ein paar Beispielen. Bei uns ist das immer noch dieses gesellschaftliche System sehr, sehr streng. Immer noch. Leider. Die Frauen haben, also sie kommen nicht zu Wort. Wie viele Frauen gibt es in dem indischen, wie viele Frauen gibt es in dem indischen Parlament? Eine Reservation für die Frauen im Parlament, das wurde, ich glaube, dreimal oder viermal abgelehnt. Nicht wahr? Warum sind nicht ein Drittel der Sitze im Parlament für Frauen reserviert? Ein Drittel? Dann die Männer meinen, ein Politiker aus Nordindien hat gemeint, auch aus Südindien einmal, der hat gemeint, die Frau gehört zur Küche. Also kochen und Kinder produzieren. Und das zwar jetzt. In 2020. Und das meinen die Politiker von uns heute? So, deswegen, wenn man Literatur liest, man ist dazu gezwungen, darüber nachzudenken. Also stimmt das, was dieser Mann im 1850, 1880 geschrieben hat? Das ist auch heute für uns ganz real, für uns jetzt in Indien. Der hat dieses Werk nicht für uns geschrieben. Nicht wahr? Der hat das Werk für die damalige Zeit, für diejenigen, die Deutsch lesen konnten, in Deutschland, in Europa. Er hat für diesen Leserkreis geschrieben, nicht für uns als indische Studenten in Indien im Jahre 2020, die über das Werk diskutieren. Wie wir jetzt das schon gesehen haben, und zumindest du hast es jetzt genannt, wo ist dann die Stimme der Frauen? Das war nicht ein Europa damals und das ist nicht in Indien heute.
Ja, stimmt. Obwohl wir heute so ausgebildet sind, wir sind sozusagen beruflich also selbstständig. Trotzdem, wir wissen irgendwie, dass wir haben nicht so eine gleiche Stimme wie die Männer heute in der Gesellschaft. So, das ist ganz klar, ja. Ja, nicht die gleiche, aber also mehr oder weniger, könnte man auch sagen. Ja, aber das können wir auch nicht dann verallgemeinern, ne? Aber ja, allgemein. Ja, so ist das. Sie sind nicht hörbar, also mindestens bei mir. Ich weiß nicht, wie funktioniert das bei den anderen? Ich kann auch nicht hören. Ja. Vielleicht gibt es technischen Fehler da wieder. Genau. Ja, Herr Professor ist weg, oder? Okay. Ja, ich war auch eigentlich inzwischen weg. Ja, es gibt Probleme, vielleicht. Und Nidesh, wie willst du dieses Gedicht interpretieren? Also, Devkaran hat schon gesagt, Kamala und Harvitam. Am Anfang habe ich auch gesagt. Und Kamala und Harpreet Ma'am und Sonali? Ich glaube, Sonali hat das nicht geschrieben. Also, Freunde, wir haben über das gesprochen, ja. Und inzwischen, also während des Gesprächs, zwei Studenten sind hier dabei bei mir. Also sie haben plötzlich aufgetaucht. Ja, ich wusste das nicht. Und dann, sie sind hier. Also sie wollen vielleicht Lehrertag feiern. Wir könnten vielleicht jetzt zusammen... Wir sind ja. Das ist sehr, sehr süß von Ihnen. Ja. Wir sollten das zusammen feiern vielleicht. Ich zeige die Fotos, weil die Studenten also nicht hier bei mir wohnen. Deshalb brauche ich ja also diese Maske. Ich muss ja auch distanzieren. Sehr schön. Okay, also schwer zeige ich Ihnen. Also mindestens sollten Sie ja das sehen, ne? Also das ist für uns. Wow, sehr schön. Sehr schön. Ja, das war eine Überraschung für uns, ja, für mich auch eigentlich. Und plötzlich.
und sie war vor 10 Minuten und dann habe ich gesagt, dass also gerade läuft das Gespräch und wir dürfen das auch nicht stören. Sie müssen noch ein bisschen warten, natürlich. Ja. Ja. Also dann, wer schneidet dann, kochen vielleicht ich, ja, nur ich bin hier, okay. Die anderen sind da. nur du kannst schneiden und nur genau. Du kannst essen, wir können nur mal sehen. Ja. 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 Okay, Sie bitte. Vielleicht können wir auch ein Selfie machen, ja, wir bringen den Kamera auf ein Selfie. Ja, natürlich. Wir können auch dabei sein dann. Ah, so können Sie ja. Genau, richtig. Also, der erste Stück ist ja natürlich für Sie. Bitte schon. Das ist für Sie. Und dann für Sie kann ich ja selbst. Also Sie sollten fühlen, dass Sie das essen eigentlich. Wunderbar. Ja. Vielen lieben Dank, Freunde. Vielen lieben Dank. Also das war wunderbar. Professor ist vielleicht wegen technischen Fehler weg, aber das Gespräch, also Zeit ist ja auch um. Dann können wir das ja auch dann aufhören. Danke schon, dabei zu sein. Vielen Dank. Bitte schon. Ja, vielen Dank. Danke. Bis Montag. Also, bis Montag dann. Ich muss das ja jetzt alles essen, ne? Wir können nur einfach gucken. Nein. Danke schon, vielen Dank. Und nochmals, also glücklichen Lehrertag. Leute, bitte weggehen. Okay.